Hi und freut mich, dass du mit dabei bist. Hier zu Kapitel Nummer 9 zum Trophäen- und Achievement-Guide zu The Quarry. Am Schrottplatz? Nein, hab nur das Schild auf dem Weg gesehen. Wie wär's, wenn wir zur Hauptstraße gehen? Ich dachte, das ist sie. Nein, das ist das Hackett-Gelände. Die Hauptstraße liegt eine Meile da lang. Hey, wieso kenne ich mich hier so viel besser aus als du? Klappe! Wir laufen also noch eine Stunde bis zur Hauptstraße. Und nach weiteren 3 bis 4 Stunden Fußmarsch sind wir dann beim nächsten, was weiß ich. Ja. Was war das? Lass uns weitergehen. Okay. Tja, so sehe ich jetzt wohl aus. Was? Mit einem Haken sieht's cool aus. Wir nennen dich Hooky McHookface. Absolut, Hooky McHookface. Ja, wir bleiben positiv. Naja, es ist echt was Neues. Ich mach mir verschiedene Aufsätze drauf. Ja, Mann, lass dich drauf ein. Ist ja auch eine Mordstory. Ja, ich schätze, das ist etwas, worüber man im Radio spricht. Und in ein paar Jahren lachen wir alle drüber. Du, ich, vielleicht sogar Ryan. Neugierig? Ich war am Lagerfeuer echt kurz davor. Täusche ich mich oder wäre da beinahe was passiert? Vielleicht ja nächstes Jahr. Naja, schaffen wir erstmal dieses. Das stimmt, das ist schon mal Mission genug. Ist aber am Ende auch egal, jetzt ist wenigstens klar, auf welchen Typ Ryan steht. Selbstsicher und heroisch. Augenklappe. Also Piraten? Vielleicht hat sie ihn am Haken. Da. Oh, Scheiße. Schon gut. Ein Bewegungsmelder. Alles gut. Glaub ich. Schau nur, Steampunk ist zurück. Ach, komm, da lang. Ja, hier gilt es natürlich jetzt auch gleich wieder ein paar Sachen einzusammeln. Aber zunächst kommen wir nochmal an die Lodge zurück. Und was machen wir jetzt? Tja, machen wir es uns doch mal gemütlich. Mit ein paar Cocktails, ein bisschen Fernsehen. Nein? Ich würde auch gerne wissen, warum sie immer so gut drauf ist. Wieso bist du immer so positiv? Oh, wieso fragst du mich das ständig? Ich meinte eher deine Zuversicht und nicht dein... Was auch immer du gerade tust. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass ich... nicht ertrag, wenn jemand traurig ist. Ah, deshalb macht sie die Videos. Machst du deswegen das Internet-Video-Dingsy? Internet-Video-Dingsy? Wie auch immer du es nennst. Die Leute glauben, es geht um die Aufmerksamkeit und vielleicht stimmt das anfangs. Aber nach einer Weile macht es keinen Unterschied, ob du 4000 Likes oder 100.000 Likes hast. Ich mach gute Laune. Indem ich auf dumm mache. Vielleicht macht mich das dumm. Oder vielleicht mag ich einfach gute Laune. Ist doch voll okay. Eine Scheißnacht, was? Ja. Na los, ich will es von dir hören. Eine Scheißnacht, sie kann mich echt am Arsch lecken. Hauptsache, die beiden haben den Spaß da unten im Keller. Und die werden natürlich überleben, auf Lass jeden mich Fall. Los. Ist ja unsere Mission. Langsamer! Lass mich los, du Schlampe! Ich blass dir die Birne weg! Jetzt kommt mal alle runter. Im Dunkeln triffst du nicht, Spatz. Alles klar. Einfach mal Licht ausgedreht. Das ist die Geheimwaffe der Alten.
hab dich. Jetzt räche ich meine arme Kehle. X so oft drücken, wie es nur geht. Lass mich los, verdammt! Wow! Alter Schwede. Heftig, deftig. Hört sofort auf! Konstanz. Was zum Teufel ist hier oben los? Oh, wach auf. Wach auf. Liebling. Komm schon. Wach auf. Wach auf. Oh. Sie ist tot. Kleiner Bobby. Ma ist tot. Jetzt wird niemand mehr beschützt. Travis. Ja, mit so einem Messer im Bauch oder in der Seite, da lebt sich's nicht so gut. Das spürt okay. Ryan auch. Oh Mann, so ein Dreck. Wir dürfen das Messer hier an der Stelle auf keinen Fall rausziehen, also hier nichts machen. Nein, das mache ich nicht. Okay, als nächstes gehen wir hier einmal rechts rum und gleich endet sich wieder die Kamera. Und wir nehmen hier diese Tarotkarte noch mit. Der Tod. Und wir gehen weiter nach rechts und rechts befindet sich hier auch nochmal so eine kleine Kiste. Und da drin gibt es auch noch einen weiteren Hinweis. Beziehungsweise ein Beweismittel ist das Ganze sogar. Kayleys Brief. So, und danach schauen wir uns jetzt hier rechts einmal den Schrank an. Das ist wichtig, das brauchen wir nämlich gleich. Ja, und generell ist es mit den Sammelobjekten auch so, wir müssen uns auf jeden Fall noch das ein oder andere überlegen für die Beweise und die Tarotkarten. In dem Durchgang werden wir... Wird uns ein Beweis und eine Tarotkarte auf jeden Fall fehlen. Hier, als nächstes kannst du hier unten nochmal das Bett anschauen. Das bedeutet, wenn wir später zum Beispiel im Kapitel 3 einsteigen wollten, um dort zum Beispiel eine Tarotkarte zu holen, dann müssten wir wirklich, um die Trophäe für alle Tarotkarten freizuschalten, das Game nochmal komplett bis zum Ende spielen, sodass wir im Inventar dann auch alles haben. Leider funktioniert die Kapitelauswahl da nicht, wie wir das von Until Dawn zum Beispiel gewohnt waren. Jetzt gehen wir hier einmal an die Tür. Oh oh. Wir verstecken uns. Und zwar im Schrank. Deshalb haben wir uns den gerade eben anschauen müssen, damit wir einmal das Versteck hier freischalten konnten. Ja, und wie gesagt, mit den Sammelobjekten beziehungsweise auch mit allen Enden das so zu mixen, dass es so wenig Folgen wie möglich gibt und das so schnell wie möglich auch funktioniert, ist ein bisschen tricky. Ich bin momentan noch am Erstellen von den Videos, aber nach und nach werden die hier alle erscheinen und dann denke ich mal, wird das auch relativ gut klappen. So, hier halten wir jetzt natürlich die Luft an.
auch wenn der Big Boy jetzt hier noch anwesend ist. Ryan verlässt trotzdem den Schrank. Das ist alles richtig so. Also nicht wundern an der Stelle. Na dran, melde mich. Over. So, jetzt hier X-Spam, dass Ryan einmal den Schrank davor schiebt. Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Wichser! Selber Wichser! Und wir sind wieder mit Laura unterwegs. Und an der Stelle gilt es jetzt auch wieder ein paar Sammelobjekte gleich mitzunehmen. Zunächst müssen wir uns aber erstmal verstecken. Auch hier wieder X gedrückt halten. Und das auch relativ lang. Du wirst gleich merken, der Balken geht immer weiter runter. Und dieser rote Rand ist aber noch ziemlich lang da. Und ich meine, wenn man das zu lange hält, quasi über diesen Balken, der nach unten läuft, hinaus, ich glaube, dann gilt es auch als gescheitert. Ich habe es tatsächlich noch gar nicht ausprobiert. Ich kann dich atmen hören, Kleine. Das Problem ist halt, wenn du sowas ausprobierst, musst du das Game dann wirklich erstmal bis zum Ende durchspielen, um dann in die Kapitelauswahl zu kommen, um dann vielleicht irgendwas wieder zu fixen. Wenn wir jetzt hier in Kapitel 9 sind, dann ist das noch nicht ganz so schlimm. Aber wenn wir natürlich irgendwas in Kapitel 3 oder 4 testen und das nachher fehlschlägt, dann ja, dauert es relativ lang, beziehungsweise dann ist es wahrscheinlich sogar sinnvoller, einfach wieder von vorne zu starten. Weil halt wirklich so Kapitelmonster wie das Kapitel Nummer 7, in dem dazu nämlich nicht so viel passiert, ja doch relativ viel Zeit auffressen. So, und hier gilt es jetzt, die Sammelobjekte mitzunehmen. Einmal hier vorne Richtung Schrank laufen. Siehst du, hier einmal X drücken. Wir kriegen hier den Hinweis. Sind das hier echt Bären? Band mit Jagdtrophäen. Ja, so viele Trophäen, wie die Hackets hier hängen haben, gibt es wahrscheinlich nicht mehr viel Wild in den Wäldern. Beziehungsweise nicht mehr viele Bären, wenn es überhaupt gab. Aber vielleicht haben sie die Trophäen ja auch von woanders mitgebracht. Okay, wir gehen jetzt hier oben in das Büro und dann hier hinten nach links. Hier gibt es einmal die Ahnentafel der Hacketts. Perfekt, auch den Hinweis haben wir. Hier am Schreibtisch, das kannst du dir anschauen. Ist aber jetzt nichts, was irgendwie zu Sammelobjekten gehört. Ja, und als nächstes gehen wir hier nach rechts raus. Und jetzt müssen wir gleich aufpassen, in den nächsten Raum, in dem wir kommen, da dürfen wir nicht an die Tür gehen. Wir müssen zuerst hier hinten Richtung Fenster. Jetzt ändert sich die Kameraperspektive wieder und du kannst hier die nächste Tarotkarte, die Sonne, mitnehmen. Wenn du nämlich jetzt einfach hier hinten schon an die Tür gegangen wärst, dann kommt jetzt nämlich eine Cutscene und du kannst die Karte an der Stelle nicht mehr holen. Wie geht's, Schätzchen? Ja, uns ganz gut. Du siehst nicht mehr so fit aus. Ab jetzt spielen wir nicht mehr, Kleine. Trau dich, Motherfucker! Ich sag dir was, mein Silber reicht nicht, um dich zu töten. Aber dafür kann ich dich leiden lassen. Kleines Quicktime-Event. Insgesamt gilt es hier dreimal mit dem Stick nach links zu drücken. Und an dem Punkt greifen wir an.
spam jetzt so lange X. Bis wir dem Ganzen ein Ende gemacht haben. Und es läuft im Prinzip darauf hinaus, dass wir auf jeden Fall auch alle Familienmitglieder der Hacketts versuchen zu töten. Denn dafür gibt es auch wiederum eine Trophäe. Travis könnte uns sonst auch einfach hier an der Stelle killen. Er hat es immer noch nicht gemacht. Er hat immer noch sein Kopfgewissen. Müssen wir logischerweise auch wieder die Luft so lange anhalten, bis der große Junge im Flur weitergegangen ist. Er guckt schon so. Aber das ist nochmal gerade so glatt gegangen. Du musst mir helfen. Ach ja? Ja, versprochen. Ich werde nichts verraten. Nein, Mann. Familie geht vor. Sonst kriege ich Ärger. Und an der Stelle müssen wir auf jeden Fall zustechen. Und wir haben dafür auch noch die Trophäe reaktionsschnell erhalten. Scheiße weh, was? Ich wurde noch nie gestochen. Lass mich in Ruhe. Au, das... tut echt weh! Dad! Laura! Hey, ich bin's! Was ist nur mit dir passiert? Ach, weißt du, eigentlich nichts Besonderes. Ah. Oh, Ryan! Oh, wie schlimm ist es? Es tut mir leid. So schlimm, ja? Ich gebe wirklich mein Bestes. Was immer das ist, trotzdem wird jemand verletzt. Erst Max, jetzt du. Mitfühlend. Nicht deine Schuld. Ich hätte nicht kommen müssen. Ich hätte es verhindern sollen. Du bist doch nicht mein Boss. Sorry. Ist okay.
Sterbe ich jetzt? Du hast viel Blut verloren. Aber es heilt wieder, stimmt's? Warte. Vielleicht ja doch. Was? Ryan, wenn ich dich jetzt beiße, dann... Was? Wenn ich dich jetzt beiße, dann bist du auch infiziert. Das heißt... Das heißt es halt dann? Ja. Aber es heißt auch... Ja, ja, versteh schon, böser Wolf. Ryan, ich hab nicht viel Zeit. Ich spür, wie es aus mir herausbrechen will. Wenn ich dich jetzt beiße und es heilt, dann... Dann muss ich Chris töten. Du tötest nicht Chris, du tötest einen Werwolf. Und rettest dein Leben. Und meins. Und das von Max und anderen. Beißen lassen... Und Leben und Chris töten. Oder verbluten. In etwa, ja. Entscheide, wenn's geht. Tun wir's oder nicht? Tu es. Wir nehmen das Ganze an. Tu es, tu es. Komm, Küsschen aufs Nüsschen. Tu es. Okay. Oh. Weich und saftig für dich. Ja, es ist den beiden ihr erstes Mal. Von daher dauert es einfach einen Moment. Wir dürfen hier auf keinen Fall die Hand wegziehen. Okay. Ja, und dafür erhalten wir eine Trophäe. Dafür, dass wir uns jetzt im Prinzip hier absichtlich haben infizieren lassen. Gleich wirst du dich besser fühlen. Bald, glaube ich. Nice. Fuck. Ja, eine Trophäe bekommen. Wir müssen weg. Wunderbar. Wir müssen. Und wir sind auf dem Schrottplatz zurück. Diese Typen werfen nie was weg, ha? Und kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wonach wir hier genau suchen? Tja, die meisten dieser Karren sind wohl schon ausgeschlachtet worden. Nur noch leere Fahrwerke, was uns nicht weiterhilft. Okay, also suchen wir... Motoren? Quasi nach allem, was intakt ist. Ja, klar. Ja, und hier müssen wir auch wieder aufpassen, dass wir so ein paar Sammelobjekte halt noch mitnehmen. Und wir gehen zunächst mal hier in diese große Halle. Und dort gehen wir die Treppe hoch. Und oben an der Treppe angekommen, müssen wir ganz nach rechts gehen. Und da hinten rechts, da finden wir dann auch das nächste Sammelobjekt. Du kannst dir hier auf dem Tisch zum Beispiel auch noch diesen Kalender angucken, aber das musst du nicht machen. Ich habe das jetzt hier an der Stelle auch ausgelassen. Wer ist Tee? Mhm. Sieht aus, als hätten sie die Bücher gefälscht.
komisch. Du sagst es. Aber die Schrottplatznotiz, die musst du dir auf jeden Fall anschauen. Das haben wir hiermit gemacht. Und dann können wir als nächstes auch die Treppe wieder nach unten gehen. Und unten links von der Treppe, da befindet sich so ein Tisch. Und auf dem Tisch gibt es den großen grünen Button. Du siehst ihn hier schon. Und den müssen wir drücken, damit wir einmal das Tor gegenüber öffnen können. Hm. Werden wir in einer Dokumentation enden? Nein. Klappe, komm jetzt, geh mir. Okay, wir gehen weiter geradeaus. Und als nächstes gilt es, eine Tarotkarte noch zu finden. Sorry, das war gruselig. Das ist so nervig. Wir werden von echten Monstern gejagt und das ist es, was dich stört? Ja, ist beides schlimm. Wir haben wieder die Kontrolle über Dylan. Und wir gehen hier einmal die Treppe nach oben. Und müssen jetzt über die Dächer von den Containern laufen. Wir gehen direkt links. Und dann wird sich auch da wieder gleich die Kameraperspektive so leicht ändern. Und wir können dann auch die nächste Tarotkarte mitnehmen. Wie gesagt, jetzt hier einfach nur nach links, geradeaus weiter. Und jetzt ändert sich die Perspektive. Und du hast hier das Gericht. Jetzt gehen wir weiter nach unten und müssen noch einen weiteren Hinweis mitnehmen. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass wir nicht über die Kapitelauswahl dann in einzelne Kapitel so reinspringen können, um dann Sachen zu vervollständigen. Teilweise musst du mit Save Games arbeiten. Auf der PS5 ist es natürlich schwierig. So, hier jetzt einmal den Hinweis, weggeworfene Schilder. Warum ist es auf der PS5 schwierig, mit Save Games zu arbeiten? Naja, wenn du kein PS Plus hast, dann kannst du halt dein Save Game nicht in die Cloud laden. Und bei der PS4-Version kannst du dann halt einfach hingehen und lädst das Ganze auf einen USB-Stick. Hast du sozusagen dann ein Backup und kannst dann halt einfacher damit arbeiten und schneller halt wieder an Dinge kommen, beziehungsweise Erfolge frei spielen. Was du halt mit der PS5-Version leider nicht kannst. Da. Zumindest nicht dann, wenn du kein PS Plus hast. Ich hoffe ja, dass da irgendwann mal ein Update kommt, dass man wirklich als PS Plus Mitglied auch wirklich den USB-Stick für die Safe Games nutzen kann. Also, hast du schon mal einen Kran bedient? Ich war mal ziemlich gut bei diesem Krallenspiel in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Na, nein, Oh, jetzt höre ich's auch. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können. Sicher, ja, klar doch. Pass einfach auf mich auf, ja? Ja. Na gut. Sieht aus, als hätte hier jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Okay, mal sehen, wie das funktioniert. Okay, gar nicht so kompliziert. Willkommen zurück, Greifer. Was zum Teufel ist da los? Mein Fehler. Natürlich ein bisschen Heavy Metal an der Stelle. Shit. Okay. Okay. Mal los jetzt.
wie sonst auf so einem Schrottplatz. Aber Dylan scheint wirklich ein Naturtalent zu sein. Er setzt sich einfach da rein und kann direkt den Kran bedienen. Großartig! Ja, ich habe meine Berufung gefunden. Wurde doch Zeit! Vielleicht können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Oh, Treffer! Großes O. Wir müssen Caitlin warnen. Da kommt etwas! Was? Okay, wir hupen an der Stelle. Na klar, da oben haben wir noch einen Bunsenbrenner. Wir müssen jetzt x so lange spammen, bis wir das Teil einmal anbekommen. Noch ein kleines Quicktime-Event. Oh no. Komm schon, du rostiges Biest! X so oft drücken, bis Dylan es endlich schafft. Wow. Das war mal in letzter Sekunde. Heftige Nummer. Dylan, danke. Du hast mein Leben gerettet. Im Ernst jetzt. Ja, kein Ding. Bin ja gespannt, wen sie auswählen. Was? Für meine Rolle. Im Film darüber, wie mutig ich bin. Übertreib's nicht. Okay. So. Das war also unser toller Fluchtplan. Okay, zurück zur Lodge. Bist du irre? Besser als hier offen rumzustehen. Los. Wir müssen was tun. Was denn? Dylan sagt, er hier ist sicher. Naja, ich will nur nicht hier rumsitzen. Aber mehr müssen wir nicht machen. Nur bis zum Morgen warten, oder? Aber wir brauchen Schutz. Sieh, was du finden kannst. Das ist besser als nur rumsitzen. Und wir sind mit Abigail unterwegs und hier gilt es jetzt noch eine Tarotkarte zu finden.
Und zwar hier einmal Richtung Treppe. Und wenn du die mitgenommen hast, kannst du einmal hier hinten Richtung Schrank gehen, also da hinten an der Wand. Da hinten, da hängt so ein kleiner Schrank bzw. Sicherungskasten. Und wenn du einmal mit dem interagierst, dann bekommst du nämlich noch spezielle Munition. Die Hauptsicherung ist kaputt. Deshalb gibt's keinen Strom. Was hat das für einen Zweck? Was ist das? Silberkugeln. Wie sind die hergekommen? Der Jäger hat sie verloren. So kam er wohl nach oben und attackierte Caitlin. Diese Scheißtypen sind überall. Jetzt hier hinten an die Leiter gehen, die kennen wir ja schon. Was gefunden? Oh, ich check nur die Leiter. Ist da eine kleine Tür oben? Ja. Dann mach sie auf. Warum? Wir wissen nicht, was da ist. Ganz genau. Hast du denn nicht aufgepasst? So gar nicht? Okay, was ich meine ist, könnte gut sein, dass wir einen Fluchtweg haben. Weißt du, wir wissen nicht, was in der Lodge ist. Vielleicht gibt es einen Weg, uns zu verteidigen. Okay. Ich denke, das macht Sinn. Alles okay? Oh, wow, ja. Okay, das war knapp. Wir sind wieder mit Laura am Start. Wollen mal sehen, ob sie hier durchkommen. Mann, das ist riesig. Muss mich ein bisschen ausruhen. Dir geht's bald besser. Cool. Ich fühle mich ganz gut eigentlich. Was ist los mit dir? Stopp jetzt. Du, riechst du das? Nein. Na egal. Lass uns einen Weg nach unten finden. Einen Weg zu Chris Hackett. Oder einen Weg raus, vielleicht? Ich hab echt genug. Es reicht. Ja. Und einen Weg raus. Fein. Vorsichtig. Yep. Was war das? Ich denke. Ich denke, das ist Chris Hackett. Hier müssen wir jetzt gleich schnell reagieren.
Berg. Bobby! Die Waffe! Sobald Ryan jetzt die Waffe hat, musst du wirklich schnell reagieren und du musst hier auf jeden Fall den Werwolf erschießen. Das sieht schon krass aus. Danke, dass Sie mich verschont haben. Ja, gleichfalls. Und was nun, sind alle wieder normal? Was? Oh. Du denkst, es ist vorbei? Das ist es nicht. Ach, ich versteh's nicht. Chris ist tot. Chris war nicht der Erste. Das ist unmöglich. Caleb. Kaylee. Das tote Mädchen. Ihr Bruder. Was? Caleb biss Chris und Kaylee. Chris wollte sie nur beschützen. War ein guter Mann, mein Bruder. Aber wer biss Caleb? Silas. Verfolge ihn seit Jahren. Er ist ein Streuner, Rumtreiber. Er war schon lange nicht mehr hier, aber wir hofften, wir könnten es beenden. Zwischendurch gab es Sichtungen an der Küste. Ein wildes Albino-Kind. Großer weißer Wolf. Weißer Wolf? Was? Was sagst du? Wo? Wo hast du ihn gesehen? Hey, an los, den, oh. An den Hütten, früher am Abend. Okay. Okay. Okay, ergibt Sinn. Alles ergibt Sinn. Er ist seit Monaten zurück und er lief euch vors Auto vor 2 Monaten. Helft mir. Helft mir. Wir können Caleb retten. Wir können den Rest meiner Familie retten. Wir können denen helfen, die noch leben. Wir sind misstrauisch. Wieso soll ich Ihnen trauen? Ich will nicht, dass du mir vertraust. Ich sag dir, wir beenden das. Wir töten Silas. Und allen geht's besser. Jedenfalls denen, die noch leben. Okay, okay. Und wo sollen wir ihn finden? Ich weiß genau, wo wir ihn finden. Okay, los geht's. Okay. Das heißt nicht, dass ich vergebe, was Sie getan haben. Ich verstehe. Und kann ich bitte was zum Anziehen kriegen? Ja, dafür, dass wir jetzt hier mit Travis quasi gemeinsam gegen Silas vorgehen wollen, haben wir die Trophäe über dem Gesetz erhalten. Du hattest deine Chance. Du hattest die Chance zum Sieg über die Drecksfamilie und hast versagt. Macht nichts. Ist ja noch Zeit. Wir könnten es noch schaffen. Passiert ist passiert. Lass uns jetzt nur noch nach vorn schauen, okay? Tod. Der Tod in jeder Form.
Denn Tod heißt Wandel, Veränderung, Transformation. Oft interpretiert als Barke für die Hoffnungsfrohen. Doch in deinem Fall heißt Tod schlichtweg Tod. Was sie sich einen ablacht, die Alte. Die Sonne. Das Versprechen eines neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit, und die Sonne wieder aufgehen sehen. Das Gericht. Die Glocken könnten von blutigem Mord, oder nicht? Von Wut und von aufrechtem Hass. Ein verdientes Schicksal? Kann sein. Doch er mag von Nutzen sein, der nicht vergibt, der nicht vergisst. Der Hierophant. Wo hast du ihn her? Wo hast du ihn her? Er darf nicht hier sein. Er hat genug durchgemacht. Nein, nein, nein! Mein Baby. Siehst du, was sie uns antaten? Vor 6 Jahren. Nein. Was haben sie getan? Was haben sie getan? Jetzt wissen wir auch, warum Eliza immer dieses Flackern in den Augen hatte. Oh Gott, nein. Also gerade im Pausemenü hat man das immer in den Augen gesehen. Silas, mein Junge, nein! Jo, das kurze nach vorne bewegen, das hätten wir uns auch sparen können. Ja, eigentlich keinen Millimeter nach vorne gegangen. Jetzt kann ich schon direkt die nächste Cut ziehen. Hier müssen wir dem Speer jetzt einmal ausweichen. Also ob man das jetzt unbedingt machen muss, weiß ich an der Stelle nicht. Ich habe auch schon gesehen, wie es ausgeht, wenn wir dem Speer nicht ausweichen. Hatte für mich gefühlt zu keiner Änderung geführt. Also keine großen. Mami, komm schon, Silas. Mami, komm schon, Silas! 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 Jo, und mit einem großen Knall verabschiede ich mich jetzt aus der vorletzten Folge hier zum Run, in dem wir es schaffen werden, alle unsere Charaktere überleben zu lassen und auch alle Hinweise finden werden. Dafür werden wir ja auch die Trophäe Detektivsarbeit dann erhalten. In diesem Sinne, ich klinke mich jetzt hier aus. Die letzten paar Sekunden läuft es jetzt hier noch einfach weiter. Und vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch in der vorerst letzten Folge. Nein, nein, nein!
Mein Baby. Siehst du, was sie uns antaten? Dieses Grauen. Er ist da draußen, ganz allein. Unterm Vollmond jagen sie ihn, gewappnet mit Silber. Denken, sie brechen damit einen Fluch, den sie selbst heraufbeschworen, als sie meine Show vor 6 Jahren abfackelten. So dumme Kinder. Kleiner Silas, mein kleiner weißer Wolf. Ich muss ihn beschützen. Du darfst nicht diesem Weg folgen. Hast du verstanden? Ich hab dir doch die ganze Zeit geholfen. Ich habe so viel für dich getan.